Hallo zusammen, euer Vorstellteam der Gruppe ist heute wieder für euch da. Und darf ich vorstellen, der Wasserfloh. Seinen Namen hat er, weil er diese lustigen Hüpfbewegungen im Wasser macht. Sonst hat er mit unseren Landflöhen eigentlich überhaupt nichts zu tun. Ihr könnt den Wasserfloh in fast jedem See oder Teilchen in unseren Breiten finden. Man kann ihn schon sehr gut mit dem bloßen Auge beobachten, aber wir wollen ihn heute einmal unter das Mikroskop legen. Bevor es losgeht, habe ich noch einen Tipp für euch. Die Wasserflöhe sehen zwar sehr klein aus, zum Mikroskopieren sind sie aber richtig groß. Deswegen solltet ihr einen speziellen Objektträger verwenden, so einen, der hier in der Mitte eine kleine Vertiefung hat. Der könnt ihr dann in den Wasserfloh reingeben, mit dem Deckglas abdecken, ohne dass er zerquetscht wird dabei. Ja, man geht dann mit der Pipette auf die Jagd. Gebt ihr den Wasserfloh vorsichtig in die Vertiefung. Und gebt dann das Deckgläschen vorsichtig drauf. So, das Tierchen kommt unter das Mikroskop. Und heute habe ich noch eine andere Besonderheit für euch. Heute haben wir nämlich noch einen Dunkelfeldkondensator. Wir fangen im Hellfeld an und wechseln dann auf das Dunkelfeld. Ihr werdet sehen, dass dafür tolle Bilder rauskommen. Aber jetzt legen wir los. Und da ist er schon in ganz groß. Zum Glück ist der Floh so durchsichtig, dass man direkt in ihn reingucken kann. Hier könnt ihr das Auge sehen. Den Verdauungstrakt und das schlagende Herz. Hier seht ihr den Ansatz dieser kräftigen Ruderantennen. Ihr habt ihn ja gerade schon paddeln sehen. Hier vorne mit den feinen Borsten. Wie feine Federn sehen sie aus. Und da schlägt er kräftig damit. Der Wasserfloh hat ein großes Komplexauge. Auf dem sitzen sogar noch diese kleinen Kristallkugeln zur besseren Sinneswahrnehmung. Direkt hinter dem Auge sitzt das Gehirn. Das könnt ihr hier sehr schön sehen. Außerdem hat er noch ein Nebenauge, mit dem er hell und dunkel erkennen kann. Hier seht ihr die erste Antenne. Die ist wahrscheinlich ein Tastorgan. Und am Hinterleib findet ihr einen ansehnlichen Stachel. Auch die beiden Schalenhälften sind mit Stacheln besetzt. Am Hinterleib hat er außerdem noch eine Kralle. Damit kann er seine Filterrechen sauber machen. Das sind seine fünf Beinpaare, mit denen er ständig Wasser einstrudelt zu den Kiemen, die ihr hier sehen könnt. Hier einmal die Rechen und darunter die Kiemen. Hier seht ihr den Verdauungstrakt. Und wenn man Glück hat, findet man im Brutraum im Rücken auch Eier. Aus diesen Eiern entwickeln sich dann kleine Embryonen, die lebend aus der Mutter ausstüpfen. Diese Eier hier sind schon relativ weit entwickelt. Hier seht ihr sie nochmal in größer und in ganz groß. Hier noch einmal die Eier von einem anderen Weibchen, die sind noch weiter entwickelt. Jetzt tauchen wir wieder durch das Tier durch. Hier seht ihr die Kiemen mit den Rechen. Und wir starten noch einmal bei den starken Ruderantennen. Hier das Auge. Die Kiemen mit den Rechen, der Verdauungstrakt und das schlagende Herz. Übrigens hat es jeder Wasserfloh ganz wohlbehalten vom Mikroskop wieder in seinen See zurückgeschafft. So, da ihr jetzt schon richtige Wasserfloh-Experten geworden seid, gibt es nicht mehr viel zu erzählen und ich wünsche euch mit den nächsten Bildern einfach viel Spaß.